vorgestellt. SV, SCI oder Fate. Und wir sind in der Vorschau, ich glaube Nummer 8 ist es. Wir sind ja nicht so gut gewesen. Letztes Mal sind wir von Flut überrascht worden. Da haben wir es nicht mehr geschafft, das Essen zusammenzukriegen. Wir müssen halt überlegen, ob wir wie beim letzten Mal dann das hinkriegen, dass wir vielleicht nicht das machen, was wir letztes Mal gemacht haben, nämlich alles mitnehmen wollen von der einen Rast zur nächsten. Das war wahrscheinlich unser Problem. Ja, da sind Kybrikas, da sind Feinschmecker und so weiter und so fort. Hatten wir alles, ne? Wechseln wir zur Karte gerade, sagen Bescheid, dass wir hierhin wollen. Was anderes bleibt uns sowieso nicht über. Läuft. Wir brauchen dann den Bauernhof, um Getreide zu machen. Da haben wir letztes Mal schon so ein bisschen hier einen kleinen Fehler drin gehabt, indem wir nämlich der jemanden hingeschickt haben, der in zwei Runden noch hätte was arbeiten können. Und wir haben es gar nicht gemacht, ne? So, Raya könnte allerdings auch... Warte mal, wir haben 300 Kybrikas, ne? Und in der Bäckerei. Warte mal, wie war das jetzt? Können wir doch hier Obstpüree machen. 20 Dingens gibt es da runter, Kybrikas, und dafür gibt es dann das Püree. Also 20 Obstpüree ist das dann. Dafür gibt es also 20 Kybrikas weg und dafür gibt es 34 Rationen. Brot ist außenbedingt selbst, das Azubi errichtet einen Bauernhof und Getreide zusammen. Hinweis, Kybrikas können immer so verzehrt werden. So, jetzt ist die Frage, wer ist denn unser Baumeister gewesen? Das sehen wir ja hier, ne? Oder auch nicht, ne? Weil dieses doofe Fenster davor ist. Also so, das ist der, der hier nach unten geht. Raya ist der, der hier nach links geht. Wenn ich dieses Fenster jetzt weg hätte, würde ich auch sehen, was der andere noch hat, ne? Aber das sehe ich jetzt nicht. Aber Raya ist wohl der Baumeister, glaube ich, ne? Kann das sein? Ah ja. Gut. Wenn Raya jetzt der Baumeister... Juh, kein Handwerk tätig. Bauen. Der macht hier erstmal Essen. Dann haben wir hier Raya. Raya ist der Baumeister, ne? Hab ich Raya ausgewählt? Er ist ja schon ausgewählt, ne? Raya soll jetzt hier... Achso, wir müssen ja erst hier drauf. Und den Bauernhof bauen. Dafür bräuchte man Steine oder Wolle. Haben wir nicht. Deswegen machen wir das jetzt aus normalem Holz. Gut, das haben wir. Jetzt ist noch... Wer ist noch über? Juh hier? Ne, so, das ist über. Und Bauernhof ist Rohstoffgebäude, das ist anders von der Erde. Ein Bauernhof und dem geeigneten Hexagon. So, das haben wir. Jetzt ist nur die Frage, wir können jetzt, denke ich mal, hier wahrscheinlich erstmal Holz ernten. Oder da oben Kybrikas. Wie viel Holz haben wir? 130. Kybrikas haben wir 300. Achso, wir können ja einen hier hinschicken, der jetzt das macht. Das haben wir doch nicht gemacht, ne? Weil er hier macht ja die Ernte hier. Ja, dann denke ich mal, haben wir es jetzt. So, 16 Rationen, 50, 32, das geht ja schon hoch. Der Stamm muss 300 Rationen herstellen, wenn passt zu überqueren. Gesicht der Rohstoff dieser Rast hat zwei Arbeits- und Bereierrechte. Begreifung, Beute zur Herstellung Rationen, das hatten wir ja schon, ne? So, achso, jetzt ist hier der Ding jetzt errichtet. Raya kann jetzt hier Getreide ernten. Jetzt die Frage, da gibt es aber noch keinen. Ah ne, transportiert. Kann ich denn hier sehen, ob schon was da ist? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Probieren geht da leider auch über Studieren, ne? Raya wird ein Züchter. Und die anderen beiden machen nur das. So, das hat die Herstellung Großbürger abgeschlossen. Du bist mit 45 zurück. Raya beginnt mit dem Sammeln von Getreide. Kybrikas, so dass er den. Ja, ich glaube. Er hat 40. Na bitte, jetzt haben wir
Getreide im Vorrat. Jetzt kann Raya anfangen, Brot herzustellen. Teile Raya die Bäckerei zu, um mit den Herstellung von Brot zu beginnen. Weiß Bäcker arbeitet direkt in der Bäckerei und müssen, wenn sie über ausreichende Rohstoffe verfügen, stellen sie jede Runde Rationen her. Ja, gut. Das ist aber jetzt nicht Raya, sondern... Also hier wird weiter Getreide geerntet, sag ich mal. Hier wird weiter Kybrikas gesammelt. Und wo haben wir hier die Person? Die versteckt sich irgendwo hier, oder was? Da. Da ist so das. Ah, ist schon ausgewählt. Und so das soll jetzt Brot herstellen. Gut, weiter. Machen wir wieder so, ne, oder? Wie sieht das denn aus? Eigentlich alles ganz gut erstmal, ne? Also wir machen erstmal Rationen hier. Wo sehe ich denn? Ach, Getreide sehe ich da oben. Na, der hat wieder nicht genug Brotherstellung. Soda soll dann wieder Püree machen. Obwohl, Sodas könnte in der Zeit auch mal einmal hier hingehen und das entdecken. Dass wir mehr Getreide auf Lager haben. So, das sind diese Lamas, oder wie sie auch immer heißen. So, das bedeutet... Das hat da nichts, dann geht der da mal hin. Okay, da gibt es noch Wald. Und noch ein Feld. Gut. So, was macht so das? Das ist ein Bauarbeiter, der beste Bauarbeiter des Stammes. Dann würde ich doch sagen... Wir brauchen hier eine Weide, ne? Oder wie war das? Wir brauchen auch Holz. Dann sammeln wir mal erstmal Holz. Zieht er sich um, holt eine Axt und dann geht's los. 295, Rationen haben wir nur noch 72, okay. Rationen nehmen stark ab, ne? Lass uns gucken, dass wir die 100 Holz erst kriegen. So, jetzt haben wir das Holz. Raya geht jetzt mal hier Brot backen. So, das baut jetzt hier. Ne. Da. Die Weide hin oder hier? Hier. Nochmal, den haben wir jetzt. Das war Raya, nee, so das. So das soll jetzt eine Weide bauen. So, jetzt klicken wir da drauf und ich komme hier hin, weil das beides nah ist, ne? So das läuft. Was haben wir hier für einen? Der ist der Sammler. Steinsammler und Bauarbeiter, okay. Aber das soll jetzt erstmal gut sein. Da wird gebaut, da wird gesammelt, alles ist gut, weiter geht's. Für Brot bringen 20 Weizen, um 36 herzustellen. So ist nicht ausreichend, etwa tut die Reihe auf ein Brot auszuschauen, bis es wieder genügend Rohstoff gibt. Die Bäckerei wird mit Holz beheizt und verbrannt jede Runde, die sie aktiv ist. 4, achte darauf, dass du immer genügend Holz hast. Okay. Zum Essen, bevor sie Kybrikas erzählen, sie brauchen jede Runde 6 Nationen, solange sie jede Runde Kybrikas. Aber wir haben nicht mehr genug Rationen. Ja, machen wir das. Gut. Aber das müsste ja jetzt hier auch passieren, ne? Mit dem Brot. Aber da sehe ich schon wieder nur 46. Wie viel werden dann pro Runde an 20? Okay, das heißt, noch eine Runde mehr geht da gleich. Der ist jetzt dran und kann jetzt hier die Wolle erstmal suchen, oder?
Er macht sowieso Essen, was ja auch gut ist. Und dann machen wir noch eine Runde. So, er macht das. Jetzt müssen wir hier, wo ist er? Naja, geht jetzt aber erst hier wieder sammeln. Sonst funktioniert das ja nicht. So. Jetzt kriegen wir wieder Essen zusammen. Okay. Bevor der Karotriff an der Rast ein, es handelt sich um einen anderen Stamm von Zöglingen auf dem Weg zum Auge. Die Karawane wird nicht rasten, sondern durchquerlegt die Region. Stimme die einander auf dem Weg zum Auge begegnen, helfen einander, wenn möglich. Es ist also immer eine gute Idee, sich die Zeit zu nehmen, andere Zöglinge zu treffen. Der Stamm wird Hilfe handeln und bieten Teile an Zöglinge zu, um sich mit ihnen zu treffen. Ja. Vorderkarne. Achso, ich muss da jetzt einen Zögling zuteilen, alles klar. Jetzt ist die Frage, er hat jetzt noch nichts getan, wird wahrscheinlich gerade sammeln, das heißt, wir können mal gerade da ein Treffen machen. Er sammelt. Okay, zur Beginnung hat drei Optionen, du kannst nur eine davon wählen, also entscheide ich gut. Raya, Yu und so, das könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Billy, ein Mitglied des Befreundungsstamms, mithelfen, will einen Stamm beitreten. Ja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, wie das zu tun. Jetzt habe ich einen Esser mehr, ne? Der Stamm ist gewachsen. Bekommen Billy. Billy ist jetzt ein Teil dieser Stammes aus 4 Zöglingen. Ja, er muss dort Billy aufmerksam. Dieser Stamm muss jetzt einen weiteren Zögling ernähren. Wie die anderen verbraucht auch Billy 6 Rationen pro Runde. Billy ist ein erfahrener Bäcker und kennt verschiedene Rezepte. Die Rezepte eines Kochs auf einer höheren Stufe sind effizienter und ergeben verglichen mit ihren Rohstoffen mehr Positionen. Ra bietet Billy die Bäckerei an. Gute Idee. Wo ist er denn jetzt hier? So das? Der ist jetzt dahinter, oder was? Da ist Billy. Billy soll jetzt in die Produktion. Getreide und Kyprikas geben Essen. Was hat er hier noch? Lebkuchen. Achso, das andere habe ich jetzt aber nicht. Ja gut, das heißt, wir können... Wir haben das, wir haben beides. Dann soll er das erstmal machen. So, der geht dahin. Billy geht zur Bäckerei. So, das war jetzt hier am Ding ins Fell holen. Soll er mal weitermachen, oder? Ach, jetzt braucht er auch noch eine Hütte, oder wie ist das? Was machen wir jetzt gerade falsch? Sodas ist untätig. Sammelt Kyprikas. Geht zur Arbeit, holt Getreide. Sodas ist untätig. Sodas sollte aber vielleicht hier hingehen, macht er aber nicht. Okay, der kann doch da erstmal gehen dann. Aber irgendwas läuft gerade falsch. So. Ah, jetzt kommt der nächste Text. Nur drei Behausungszüge können nicht pingelig sein und arbeiten nur, wenn sie einen Schlafplatz haben. Wenn du keinen Platz für einen vierten Zögling schaffst, wird der letzte Zögling wie die anderen 6 Portionen essen, aber leider nicht. Zelte sind anbauen, sie werden Zelte werden nicht zugeteilt oder zählt nur, dass deren Zahl der Behausung der Zahl des Screens spricht. Der Richter ein Zeltlager, damit die Lügen arbeiten können. Okay, das heißt, ich muss den da haben. So, das bedeutet, hier können wir erstmal Yu nehmen. Und Yu soll mal da das Dingens holen, das Lasttier. Billy ist halt untätig. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, wir haben erstmal noch, obwohl Rationen haben wir keine, aber jetzt werden die Kyprikas gegessen. Ist aber auch nicht schlimm erstmal.
Ah, jetzt ist tatsächlich wieder Ration schon gemacht worden sofort. Das passt dann. Hier wird geerntet. Ja. Gucken wir mal, ne? Aha, da kommen lauter Herzchen. Ist noch nicht fertig. So, das ist jetzt erledigt. Zügler ohne Pause können nicht arbeiten. So, jetzt muss ich eine Behausung machen. Was hatten wir? Okay, da gibt es keinen Glübrikas mehr. Das lasst ihr jetzt weg. Errichte ein Zeltlager. Wie kriegen wir ein Zeltlager hier? Ja. Ju ist jetzt nicht der Baumeister, ne? Ach so, da haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir Holz und Dingens noch. Na super. So, wer macht jetzt was? Also Holz baut gerade keiner ab. Ja, die bringt ja erstmal das Lasttier dahin, oder? Ja, bringt Rohstoff zurück. Ah, das ist schon geschehen an diesem Ort. Okay, sehr gut. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch Holz haben. Machen wir da mal näher. Okay, dann mal Holz. Wie viel Holz mussten wir denn haben? Also hier muss ich das machen. Wir müssen jetzt einen Zögling haben, der aber arbeitet, um das nachzugucken. Ne? 50 Holz und 50 Wolle. Holz ist noch nicht da genug, 47 erst. Die Bäckerei verbraucht ja auch noch was, ne? So, jetzt haben wir erstmal dafür genug. Jetzt brauchen wir nochmal Wolle. Ist die Frage, ob wir gleich noch so lange Dingens haben, Holz. Weil jede Runde 4 runtergehen, ne? So, jetzt haben wir 84 Wolle. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir... nochmal da so, das ist immer noch untätig. Ja, der ist nicht angeklickt, ne? Der beste Sammler des Stammes. Ich glaube, wir gehen mal mit ihm dahin und holen noch mal Holz, damit das weiterläuft. Raya kann alles hier, wie man sieht. Bauarbeiter, Zögling. Was ist das? Das ist 4 Runden, ne? Ne. Da müssen wir das machen. Und dann bauen wir das Zeltlager da. Auf geht's. Okay. Rationen haben wir ohne Ende. Jetzt können alle 4 Zöglinge arbeiten, können zurück an die Arbeit teilen, dem faulen Zögling eine Aufgabe zu. Versuche genügend Rationen herzustellen, um die Aura zu erreichen, falls die Rasse eher die Welle eintrifft. Ja. So, das bedeutet, wir brauchen noch Wolle. Mach du mal die Wolle. Der macht das Holz, kann er auch noch weiterbringen. Wir haben noch... ja, ich glaube, wir machen erstmal... ne, warte mal. Getreide holt einer nicht. Wo ist denn jetzt der vierte? Da. Ja.
Er hat das Holz. Das heißt, er geht jetzt hier Getreide holen noch. Der Rest sieht erstmal gut aus. Und dann müssen wir hier noch das Dingens haben. Wo finden wir das denn? Kann ja nur noch hier hinten sein, oder? Rationen haben wir erstmal genug. Aber wir müssen warten, bis die Wolle da ist. Würde ich sagen. Aber wir könnten auch mal gerade einen Bäcker Bäcker sein lassen bei dem, was er gerade gemacht hat und. Ich sehe jetzt auch nichts Blaues hier, ne? Muss ja hier hinten sein, oder? Jetzt brauchen wir jetzt. Ja, da ist es doch. Da brauchen wir jetzt ein Gebäude für. Das Gebäude gibt es hier. Das ist die Mine. Die Mine braucht Steine, Holz und Wolle. Das heißt, wir brauchen jetzt erst Holz, um das abzubauen. Willi baut jetzt Holz ab. Okay. Dann geht Willi dahin. Rationen sind erstmal genug da noch. Dreh das mal ein bisschen wieder so. So, er sammelt noch Wolle. Brauchen wir ja auch noch. Hier sind zwei Holzleute jetzt zugange. Oder? Ja, glaub schon. Und einer. Macht das Getreide, oder was? Ja. Gut. Und Holz haben wir 84. Der Rohstoffreduktor ist eben aufgebraucht. Muss ich jetzt einen neuen Bauernhof machen? So, Kübrikas sammeln bitte hier, weil die sind jetzt auch nicht mehr so viele da. Mach du erstmal mit Kübrikas-Karten und dann müssen wir gucken, ob wir das da noch brauchen oder nicht. Aber wahrscheinlich wächst das nicht nach und wir müssen einen neuen Bauernhof machen, ne? Das ist ja krass, Ben. Bauernhof wäre 70 Holz, die wir schon hätten. Ne. So, der ist tot hier, der Laden, oder? Ich weiß nicht, was wir hier noch hätten machen können. Naja, ist jetzt erstmal so. Er bringt Holz. Er bringt auch Holz. Er ist mit dem Wolle zugange, die noch nicht reicht. Fehlen noch zwei. Und er macht jetzt Kübrikas. Ich glaube, wir machen erstmal noch eine Runde. Er macht definitiv da weiter. Und wir brauchen jetzt irgendwo einen Steinbruch. Gibt es noch Steine außer hier unten? Nee, ne? Nee. Das heißt, wir machen da mal einen Steinbruch hin. Und war ja war auch ein guter Baumeister, wie war das, ne? Steinbruch kostet uns 100 und kommt jetzt da. Weiter geht's. Einer sammelt Holz. Einer macht Kübrikas. Oder, ne, jetzt habe ich glaube den genommen. Ja, komm, dann machen wir das, dass die noch einmal Holz machen beide. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Wolle genug. Das bedeutet, er macht jetzt Steine. Und er hier sammelt dann noch Kübrikas. Und die beiden machen nochmal Holz. Hier hat jetzt einer entladen, ne? Ja. Und
Das ist jetzt Yu. Yu macht das nicht. Das wäre Blödsinn. Wir brauchen da oben das. Dafür müssen wir eine Mine bauen. Die Mine braucht Holz. Haben wir auch. Ah, stopp. Mine, Mine, bauen. Gut. Läuft. Billy läuft jetzt zurück mit dem Holz. So, hat Billy da hingebracht. Und Billy kann jetzt hier noch ein paar Mal das machen. Dann kriegen wir wieder Rationen. Mhm, gut. Hier ist fertig. Das bedeutet, abbauen. Wir kriegen Rationen, wir haben die Wolle, wir müssten gleich weiterziehen können. Oh, Rationen haben wir schon ohne Ende. Jetzt fehlt uns oben nur noch dieses Erz. Ja. 42 haben wir. Der Rohstoffreservoir ist aufgebraucht. Irgendwer tut jetzt nichts mehr. Nämlich hier. Ah ja. Was ist denn mit dem Bauernhof? Wer kostet der? Weil wir haben auch kein Getreide mehr. Der kostet Holz. Das heißt, da machen wir Holz. Und hier eine Bäckerei. Wo ist er? Da ist er. Der Billy kann da ja jetzt auch nichts gerade machen. Das ist die Frage. Wenn wir das Holz haben, dann können wir eine Erntehütte beweglich machen. Die sollten wir mal machen. Das bedeutet, Billy macht das jetzt gerade nicht, sondern Billy macht hier nochmal Holz. Geht. Wir müssen auf jeden Fall den Bauernhof ja fertig kriegen, noch damit wir noch Dingens haben, oder? Obwohl, 502 Rationen reicht eigentlich, ne? Wir wollten noch Holz sammeln. Da unten werden auch Steine gesammelt, die wir gar nicht mehr sammeln brauchen, fällt mir gerade ein. Auch Blödsinn, ne? Ja. Dann machen wir hier weiter. Und ich glaube, Wolle können wir mehr gebrauchen jetzt. So, wie ist es mit dem Bauernhof? Billy. Achso, wir wollen eine Erntehütte mitnehmen gleich, ne? Wo ist der zweite jetzt hier? Da. Da. Da sind wir bei 84. Das dauert noch ein bisschen. Ah, hier ist die zweite Person. Oder Raya ist das. Raya macht Holzarbeiten noch. Hat er, glaube ich, gerade weggebracht, ne? Der Bauernhof geht nicht, aber das geht. Bau das mal. Ach, schade. Bau das mal da ein, weil das können wir dann mitnehmen. Die Erntehütte. So. Billy bringt jetzt das Holz noch weg. Das ist auch gut so. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Man noch was bauen, also mitnehmen, das könnte man bauen. Ne, da nicht, sondern hier vielleicht noch eine Weide. Brauchen wir Holz und Steine 50. Aha, wir haben zwei zu wenig Steine, auch interessant. Dann lasse ich noch weiter Holz sammeln. Wir haben alles zusammen. Jetzt bedeutet das, dass wir Nahrung brauchen noch.
Der sammelt jetzt Kirikas. Und er hier. Geht nicht, okay. Dann hier nochmal Steine. Los geht's. Das mit dem Essen klappt nicht. Das heißt, wir müssen unbedingt den Bauernhof noch bauen. Reihe sammelt nix, geht Kyrikas machen. Die sind da. Er macht das Holz. Er macht Wolle. Und der vierte, oder sehe ich wieder mal nicht. Da. Er soll Steine sammeln. Macht er jetzt auch. Da werden Kyrikas gesammelt, das ist gut. Wir müssen aber definitiv noch einen Bauernhof haben. Jetzt warten wir mal, bis die Wolle da gesammelt ist. Alle haben was zu tun. So, hier ist jetzt das Holz abgeliefert worden. Ich glaube, das Holz... Wo ist der jetzt? Da vorne. Der Billy macht das jetzt nicht mehr. Der Billy ist jetzt natürlich nicht der Baumeister, ne? Der Billy müsste jetzt einen Bauernhof machen mit 70 Holz. Würde ich jetzt auch nochmal machen wollen. Weiß nicht, ob das von der Zeit noch herreicht, aber muss ja sein, ne? 2 Runden baut Billy den Bauernhof. Steine sind da. Hier gibt es Kyrikas. Okay, das macht Sinn, die auch noch weiterzutragen. Aber nicht genug Portionen. Mit der Wolle. 215. Sollten wir die Wolle Wolle sein lassen? Haben wir 215. Ja, komm, lass uns die Wolle Wolle sein lassen und hol noch Holz. So, hier ist das Feld fertig. Das heißt, wir können da gleich Getreide ernten. Willi macht jetzt Getreide. Holz. Kyrikas. Und Steine. Eine Runde Steine noch. Runde 8. Der Bauernhof hat jetzt das Getreide. So, die Steine werden jetzt weggebracht. Steine sind weg. Jetzt müssen wir nur überlegen, dass wir die Steine nicht mehr machen. Sondern dass wir jetzt hier Getreide machen. Aber das geht ja nicht, weil Billy das schon macht. Ah. Geh mal Holz fällen. Wenn Billy gleich fertig ist mit dem Getreide. Mit dem Getreide geht er in die Hütte jetzt nämlich. Und mach da weiter. Und Ju muss das Holz noch mal einmal wegbringen. Und wenn er es weggemacht, macht er Getreide gerade weiter. Jetzt hat er es weggebracht, oder? So, dann bitte da weiterarbeiten. So, jetzt müssen wir noch ganz schnell auf Rationen kommen. Aber sieht eigentlich relativ gut aus, ne? So, da haben wir es. Wir können also rein theoretisch zur nächsten Rast gleich. Ich würde jetzt aber noch ein bisschen sammeln. Essen.
So, jetzt machen wir uns auf den Weg. Aha. Wo musste ich das denn jetzt noch machen? Warte, was ist das hier? Das ist aufgebraucht. Ja. Haben wir hier noch was zu verteilen? Oh, Billy hat hier einiges schon in petto, ne? Ja. So, das nicht. Ju, nicht. Ein Dreier, auch nicht. Gut. Ah, da war's. Ich habe auf den falschen geklickt, ne? Halber Weg war nur. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Bäckerei, die ist sogar transportabel, sehr schön. Leg ich erstmal die Bäckerei rein und die Erntehütte. Wenn ich das so mache, ist auch nicht schlecht, ne? Dann hätten wir einen verschwendet. Jetzt müsst ihr überlegen, was wir mitnehmen. Rickers. Nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Ach, da unten sind Rationen, okay. Okay, da müssen wir uns nochmal genau überlegen, wie wir das packen. Steine gehen so. Da würde ich das schon mal so machen wollen. Hier müssen wir nochmal umfunktionieren vielleicht. Also die Steine, das sind nur 36 und den vollen Platz weg würde ich erstmal nicht nehmen wollen. So oder vielleicht so. Das, obwohl das ist 6, ne? Da müssen wir noch überlegen, ob das Sinn macht. Mach den mal einen rüber. Den auch einen rüber. Und dann können wir hier Holz Nummer 107 mitnehmen. Die Kürikas können wir da nochmal packen. So. Die könnten dahin. Können wir es noch irgendwie besser portionieren? Oder portionieren ist gut, ne? Das geht nicht, das würde gehen. Das würde dahin gehen, das geht dahin. Okay, da haben wir noch was geschafft. Dann würde ich noch... Ach so, guck mal an, das sind nur 3. Mhm. Die Steine sind so, das geht nicht. Die Portionen sind auch 3, die gehen dann dahin. Dann nehme ich die Portionen auf jeden Fall noch mit. Ich glaube, wir lassen das so. Und machen da die Abreise. Los geht's. Und dann geht die Reise dahin. Das Auge ist so nah, man kann es beinahe von hier aus sehen. Doch der Stamm und den schützenden Kreis trennen eine endlose Ebene, sodass weiß, dass das Festmahl des großen Tafel niemals wiedersehen würde. Sollten sie versuchen, die Ebene ohne Vorbereitung zu überqueren. Okay. Hilf dem Stamm, sich bestmöglich vorzubereiten. Stationiere die Anbauten und, dann die Gebäude. Hilf ihnen, ihre letzte Rast zu erreichen und den Stamm zu retten. Hinweis, solange die Karawane noch nicht niedergelassen ist und die Zöglinge sich auf ihren Rücken befindet, rationieren sie ihre Mahlzeiten und verspeisen gemeinsam nur 6 Porone. Hab keine Angst, keine Scheu, mit der Karawane zu erkunden, bis du die ideale Position gefunden hast. Okay. Ich würde jetzt erstmal hier hingehen, glaube ich. Obwohl, der geht da lang, weil er hier nicht rum kann. Dann würde ich tendenziell erstmal hier oben erforschen wollen. Wir können auch bis dahin ziehen und dann gucken. Geht immer nur 2 Felder, ne? Also Kürikas haben wir, hier mal Erz. Da ist ein Getreide und da ist was Besonderes. Diese Munde ist eine heilige Stätte. Diese Orte wohnen eine spirituelle Energie inne, die es den Zöglingen ermöglicht, zu den Geistern zu sprechen. Zöglinge können nur eine Bitte an die Geister stellen, also entscheide ich gut. Zöglinge können beten und die Geister werden ihnen auf ihre Reise helfen, indem sie einige Rohstoffe zur Verfügung stellen. Zöglinge können jeden Geistern eine große Opfergabe darbringen, die diese
Ehrerbietung für gewöhnlich reich belohnt. Zu guter Letzt können die Zöglinge die Städte auch plündern und die Opfergaben vorübergehender Stämme nehmen. So können sie zwar schnell eine große Menge an Rohstoffen erlangen, doch die zündenden Geister werden diese Vergehen über kurz oder lang bestrafen. Hinweiszüge können immer entscheiden, erst einmal nichts zu tun und später zurückzukehren. Die heilige Stätte wird erst verbraucht, wenn eine Aktion ausgeführt wird. Okay. Also ich laufe nochmal weiter. Aha, jetzt sehen wir nämlich hier alles. Da gibt's Erz in den Bergen. Da gibt's das. Also hier ist jetzt nicht die ideale Stelle, glaube ich, um sich niederzulassen. Also ich gehe da unten nochmal gucken. Okay. Seit Billy dem Stamm beigetreten ist, kann Raya seine Augen nicht von dem Bäcker abwenden. Raya ist fasziniert von Billys harmonischen und geschickten Bewegungen. Beinahe mühelos scheinen alle Arten von köstlichen Gerichten aus dem Nichts zu entstehen. Der gesamte Stamm freut sich über Billys Anwesenheit. Raya möchte Billy dabei helfen, die Kunst des Backens zu perfektionieren und etwas finden, um noch feine Rezepte zu ermöglichen. Was haben wir denn jetzt hier? Heilige Stätte entdeckt. Ist da... Das ist, Ruinen entdeckt. Wo sind die? Da unten. Okay. Ich weiß nicht, aber wir sollten nochmal... Ja, gehen wir noch dahin und gucken wir da noch alles an. Gut. Also hier gibt's viel Essen. Tendenziell würde ich hier bauen wollen. Obwohl, hier gibt es ja auch Tiere. Ich glaube, wir setzen uns dahin. Wir können auch hier sitzen dann, oder? So, niedergelassen. Dann muss ich jetzt das Ding ins holen. Oder nee, warte mal, gar nicht wahr. Wir müssen hier... das Zeltlager aufbauen. Machen wir da. Wer war das jetzt? Raya macht das, glaube ich. So das. Kann die Erntehütte machen. Die bauen wir dahin. Und Raya baut die Bäckerei irgendwo hin. Warte mal, wo kommt denn jetzt das Zeltlager hin? Machen wir da hin, weil da und da geht schon, ne, oder? Ja, passt schon. So, Billy. 2. Irgendwer macht was nicht. Der macht was. Jo macht nix, oder wie sehe ich das? Du soll das Zeltlager bauen. Gut. Und Billy? Billy ist untätig. Billy kann erstmal was sammeln. Das haben wir am wenigsten. Ja, eigentlich müssten wir... ja, eine Weide bauen, ne? Können wir denn eine Weide bauen? Das ist der 4. Zöglinge. Wir haben keine Hütte, also kennt das auch gar nicht. Runde 12, Runde 13, Runde 14. So. So, wir haben aber kein Getreide. Das können wir also das. Wir können aber Getreide und Brot. Nee. Aber wir können das bauen. Ja, das machen wir. Aber das war jetzt. War das jetzt Billy? Billy habe ich den Auftrag gegeben, genau. Hier haben wir jetzt Yu. Yu sammelt jetzt Kyrikas. Weil hier ist ja Erdöte. So das.
Da haben wir nichts mehr, ne? Ja. Judas baut jetzt noch. Eine Weide. Wir brauchten 40 Erz, um die Weide transportabel zu machen. Dafür müssten wir einen Steinbruch bauen. Wo ist denn Steinbruch? Nur hier links. Machen wir. Einer ist noch untätig. Raya ist noch untätig. Raya macht hier Holz. So. So, der backt. Er sammelt Kyrikas. Er macht Holz und er macht noch einen Aufbau. Den Steinbruch nämlich. So, dann ist so das auch untätig und kann jetzt hier erstmal Steine abbauen. Aber warte mal. Wir können noch eine Mine bauen, ne, oder? Dafür brauchen wir Wolle. Eine Weide brauchen wir also. Für die Weine brauchen wir 40 davon. Das kriegen wir aber nur, wenn wir den Steinbruch haben. Ah, den Steinbruch haben wir ja jetzt gerade. Holz haben wir nicht. Bauen wir Holz ab. Bauen zwei Holz ab, einer kocht und einer macht den Dingens da. Ach so, warte mal. Das war eine schlechte Idee. Steine abbauen. Ein Feld weggegangen. Naja. Aber Steine haben wir ja auch noch ordentlich da. Können wir denn die Mine bauen? So, da fehlt die Wolle. Dafür brauchen wir die Weide. Für die Weide brauchen wir wiederum Erz. Also, eine doofe Situation, ne? Haben wir Platz für eine Weide? Wo sind denn die Viecher? Ja, hier oben einmal, aber da kommen wir nicht hin. Wieder abgewählt. Wenn du das Fenster schiebst, ist abgewählt. Voll doof, oder? Da wäre dann ein Bauernhof nur machbar. Kann ich denn einen Bauernhof bauen? Ja, den kann ich auch bauen. Komm, dann machen wir einen Bauernhof dahin. So, wie sieht's mit dem Holz aus? Okay, das ist noch da. Kann das noch laufen. So, was ist fertig geworden? Das Getreide. Getreide bitte sammeln. Dann können wir da gleich umstellen. Steine sammelt jetzt wieder keiner, oder doch? Der backt. Okay, dann lassen wir ihn noch einmal Holz machen. Hat er jetzt. Ah. Und dann... Steine sammeln. Nein, wir müssen nicht Steine sammeln. Was brauchen wir denn? Wir brauchen die Weide, oder? Dafür haben wir Holz. Was haben wir denn da oben jetzt im Bauernhof gebaut? Okay. Ach, hier ist abgeerntet. Ja, dann geht's nur so, oder? Ich hoffe, das war die Weide, die ich da jetzt ausgesucht habe, ne? Es geht schleppend voran. Rationen waren gerade genug da.
Heide ist fertig. Zack. Sammeln. Ach, da gibt's auch welche direkt nebenan. Das ist ja cool. So, jetzt kriegen wir Wolle. Wo sind denn die Gewürze? Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ach, die werden wahrscheinlich hier, muss ich auch noch entdecken. Ich habe jetzt keine Gewürze gesehen, oder? Nee. Okay. Willi ist derjenige, der die ganze Zeit das Essen macht. So, der erkundet jetzt erstmal. In der Hoffnung, dass alles gut ist. Billy folgt dem Geruch von Papier und Pergament. Diese Ruinen sind ein uralter Ort der Weisheit. In einem der wenigen noch effizienten Bücher erlernt Billy neue Techniken und zur Kommunikation mit den Geistern. Nur neu ist immer ein neuer relativer Begriff und schließlich muss Billy einiges der Neuerlernten gleich wieder verlernen. Die gesammelte Erfahrung als Obersammler geht verloren. Okay, dann ist das halt so. So, Billy kann da wohl nichts mehr machen, das heißt, Billy geht wieder Essen machen. Kybrikas sammeln. Machen wir da weiter. So, Wolle hätten wir jetzt erstmal genug. So, das macht da jetzt erstmal nichts, glaube ich, oder? Da oben war noch was. Was ist denn jetzt mit der Mine? Können wir die schon bauen? Da fehlt jetzt Holz. Dann geh mal Holz fällen. Getreide haben wir ja jetzt erstmal genug. Ich sehe jetzt nicht hier das Dingens. Wie heißt es? Ist hier im Sumpf was? Nee, ne? Hier hinten ist auch noch Dingens. Erz. Weiterlaufen. So. So, der kocht weiter. Das ist auch gut so. Da kommt eine Karawane. So, einmal mit denen sprechen. Diese Karawane möchte handeln. Nicht genügend Rohstoffe, uns fehlt Holz. Möchte handeln. Ah, das geht hier, oder was? Diese Karawane möchte handeln. Die gibt uns 150 von dem Zeug. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Und Steine sind wir los. Brauchen wir ja auch nicht, oder? So, er hat ja jetzt das Holz gesammelt. Und sollte jetzt hier vielleicht noch eine Mine bauen können, oder? Nee, das Holz fehlt immer noch. Also, Holz wieder sammeln. Ja, Holz geht auch immer noch wegen der Bäckerei, ne? Hier ist aber noch alles gut. Wolle ist genug da. Ist noch einer am Wolle sammeln? Weiß ich jetzt gar nicht. Er macht hier Kybrikas. Zweite backt. Der dritte ist ja hier gerade, macht Holz. Und wo ist der vierte? Der macht einen Steinbruch oder was? Nee. Oh, das mit dem vierten, ne? Das ist so ein bisschen doof, ne? Wo ist der vierte? Hier. Ach, der macht Wolle. Nee, dann brauchen wir jetzt keine Wolle mehr, ne? Geht zur Arbeit. Dann lass mal Arbeit sein. Mine geht noch nicht. Machen noch mal das. Ich glaube, das kann man wohl nur einmal machen, ne?
Moment. So, das heißt, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Wir brauchen unbedingt noch Holz, aber das macht ja hier jetzt der hier auch, ne? Okay. Kubrikas werden jetzt hier gesammelt. Da wird gebaten, da wird das Holz gesammelt. Und hier ist der vierte. Okay, hier ist gerade abgeliefert worden. Steine haben wir jetzt 95. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was Raya bauen kann. Die Mine. Fehlt noch Holz. Das bedeutet, wir machen mal schön hier noch das. Weiter geht's. So, Holz ist jetzt hier abgeliefert worden. So, das hat das Holz abgeliefert. Und so, da kann jetzt die Mine machen, oder? Ja. Zack, die wird jetzt dahin gebaut. So, einer macht noch Holz. Und die anderen beiden kümmern sich um Essen. Geht zur Arbeit? Nein, geht zum Dingens jetzt. Getreide ist nämlich leer alle. Oder ist schon alle. Eine Runde verloren wahrscheinlich. So. Nee. Auswählen, wer war das? Er war das. Und er soll da jetzt Dingens sammeln. Wunderbar sieht das aus, ne? Jetzt kommen wir mit dem letzten noch hier zugange und dann sollte alles funktionieren, oder sehe ich das falsch? Er ist Züchter, hat er auch. Wunderbar. Rationen gehen jetzt gleich wieder hoch. Was sammelt er jetzt zurzeit? Holz. Holz brauchen wir für die Bäckerei, also weiterlaufen lassen. Erstmal noch. Nur er sammelt gerade an der falschen Stelle, ne? Weil da nebenan ist direkt Holz. Jetzt hat er das Holz und liefert das ab. Und jetzt kann er mal hier das Holz sammeln, weil das viel kürzer ist vom Weg her, ne? So, Getreide läuft. Alles läuft. Wir brauchen jetzt nur erstmal noch das Erz. Dann sind wir durch, oder? Vertue ich mich da. Essen können wir uns nicht vorretten. Achso, Rezepte gab es hier noch, ne? Wo ist denn hier unser Billy? Billy kann doch hier noch was viel Besseres machen. 75, 51, 54. Getreide hat er jetzt gerade nicht. Aber er soll das trotzdem mal machen. Ist Getreide angekommen? Nee, ne? Aber er hat Getreide im Gepäck. So, jetzt geht's mit dem Essen auch weiter. So, 80 haben wir. Er kommt aber hier zurück. Und jetzt haben wir 120. Ne, 100. Eine Runde noch. Okay. Ich glaube, wir brauchen jetzt nur gerade durchklickern. Ach, das ist alle. Super, brauchen wir nicht durchklickern. Ach, der läuft aber jetzt schon passend, ne? Ah, der ist jetzt hier rübergelaufen und holt's da weg. Okay, dann ist das schlecht. Aber Schar sehr hungrige Mieten hervor und findet in dem Holz einige unserer Gebäude genau die Nahrung, die sie gesucht hatten. Alle Gebäude, die in den Dschungel angrenzen, verlieren 70 Lebenspunkte. Also hier rum, ne? Das ist ja hier der Sumpf. Oder Dschungel war das. Ne, Dschungel war das. Ah, hier ist es. Nur hier ist es. Ah ne, da auch. Ja, komm, egal. Er liefert gerade ab, oder? Und da haben wir 145. Und ich mache jetzt die Karte auf und gehe zum Auge. So. Das ist so.
Das ist so. Machen wir dahin erstmal. Und das ist so. Kriege ich das irgendwie besser hin? Ich glaube noch nicht, ne? Lassen wir erstmal das hier zusammenpuzzeln. Den könnte ich jetzt so puzzeln, dann verliere ich aber schon mal einen. Wenn ich den da hinstelle. Und den da hinstelle, verliere ich auch einen. Bringt mich also nicht weiter. Wenn ich den da hinstelle und den da hinstelle, kriege ich das nicht so hin, wie ich das wünsche. So, Portionen gehen hier, Holz geht da zum Beispiel. Essen können wir reichlich mitnehmen, haben wir auch als einziges das meiste wahrscheinlich. Die Kybrika sind jetzt egal, das ist das gleiche wie das hier. Geht so besser? Ich glaube auch nicht, ne, oder? Haben wir jetzt nur verlagert irgendwie. Oder? Wovon wäre denn noch sinnig was mitzunehmen? Von dem anderen brauchst du auch nicht viel mehr mitnehmen. So geht's besser. So kriegen wir noch eine Ladung hier rein wahrscheinlich. Ja, die zwei sind jetzt nicht so viel, ne? Ich glaube, das Getreide geht da aber auch noch hin, wenn, ja. Dann würde ich das Getreide noch mitnehmen und abreisen. Ja, bin ich. Haben wir es geschafft. Gut, dann sind wir erst damit durch. Und endlich hat der Stamm das Auge erreicht. Kurz nach ihrer Ankunft fällt der Zögling kaum auf, dass Sodas verschwunden ist. Raya folgt Billy langsam ins Zentrum des Dorfs, wo sich die Küchenmeister und Bäcker aller Stämme treffen, um die verschiedenen köstlichen Gerichte zu bereiten. Diese Küche ist der Arbeit zu beachten. Diese Küche bei der Arbeit zu beobachten gleicht einem sorgfältigen choreografischen Tanz. Daher ist überwältigt und versucht schüchtern, sich an dem Ritual zu beteiligen. Billy heißt Raya mit einem strahlenden Lächeln willkommen. Raya fühlt sich wie ein Instrument in einem großen Orchester und wandelt sich, um Teile erhabenen Ganzes zu werden. So, das versteckt sich von den anderen Zöglingen, um sich unbeobachtet eines köstlichen Tate nach der anderen in den Mund zu stopfen und dabei vor Freude beinahe zu weinen. Es ist alles noch so viel köstlicher, als so das Erinnerung hat. Der Fuyu nutzt die Zeit für ein Nickerchen im Schatten der Ostbäume im Süden der Insel. Am Abend wird die Ferie ihren Höhepunkt erreichen. Jetzt ist die Zeit, einen Moment Ruhe zu erhaschen, die einzige und alles von einem sanften Brise begleitet wird. Ja, Sieg. Haben wir gut geschafft, ne? Jetzt haben wir nur noch Kapitel 5. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke mit an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare sehr gerne willkommen und schreibt sie drunter und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Tschüss.